Hey Leute, ich bin's Fritz und ich befinde mich immer noch in Indonesien, ja, wer den letzten Teil gesehen hat. Ich bin aktuell auf Bali und komme gerade von einem Lost Place. Wer das noch nicht gesehen hat, gerne das letzte Video einfach mal auschecken. Und jetzt geht's für mich, ihr seht, ich bin noch in der Ortschaft, gleich hinten in den Dschungel rein. Haben mir eine schöne Route ausgesucht und da soll es auch einen Wasserfall geben. Ich habe Übernachtungsausrüstung dabei, Hängematte, Tarp, und da will ich jetzt hin und ihr seid mit dabei. Viel Spaß. Also erstmal raus aus dem ganzen Trubel, nur eine kleine Nebenstraße. Hier ein kleiner privater Tempel, den hat übrigens fast jede Familie auf seinem Grundstück, so wie ich das gelesen habe. Und hier geht es runter zu irgendwelchen Grundstücken, Kokosnusspalmen, alles grün saftig, Bananenpflanzen. Ja. Dann gucken wir mal, was das wird. Ich habe einfach nur ein bisschen online geguckt nach einer eventuellen kleinen Route mit einem Highlight. Und wo wir auch ein bisschen weg aus der Zivilisation sind, also zumindest so reinkommen in den Dschungel. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Keine Ahnung. Hier geht es auf jeden Fall schon gut ab, was Dschungelgeräusche angeht. Alter, ist das laut. Holy shit. Oh, richtig geil. Guckt euch mal an. Übelst fetter Bambus. Das kommt gar nicht so rüber, glaube ich, aber das ist extrem massiv und vor allem auch hoch. Hier drüben auch. Alles voll mit Bambus. Und hier geht es gleich mal ordentlich bergab. Und es ist laut hier. Alter, wenn das die ganze Nacht so geht, wird es aber spannend. Yes, Baby. Die erste Brücke ist anscheinend so aus Bambus selbst gebaut und auch schon ein bisschen kaputt. Wir machen mal einen kleinen Funktionstest. Geil! Junge, wo bin ich hier schon wieder gelandet? Geht auf jeden Fall steil hoch. Ich laufe hier auch die ganze Zeit durch irgendwelche Spinnennetze durch. Wir haben hier ungefähr so 32 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Ja, mein Körper ist noch im absoluten Wintermodus. Da fängt man recht schnell an zu schwitzen dann. Hier mal ein kleiner Blick in meine Cap. Dann stehen ja Scheibenwischer wieder angemacht werden hier. Oh. Und dann nachher schön mit dem vermockten Klebekörper rein in die Hängematte. Das wird richtig sexy. Puh. Alter. Ja, pfeift aber richtig einer durch. Ich bin klitschnass. Doch ein paar Höhenmeter hier in dieser Schlucht. Also hier ist so eine kleine Freistelle. Ich werde jetzt mal auf Risky die Drohne ein bisschen hier durch den Wasserfall jagen. Wir müssen ja was sehen. Aber erstmal was trinken. Freunde, hydrate or die. Ich bin klitschnass. Wir hängen ja auch irgendwie ein bisschen in den Wolken drin. Also mal gucken, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Ob man da was sieht. Schauen wir einfach mal. Mit erhöhter Vorsicht starten. Warum jetzt genau? Okay. Ready to go hier. Fängt gerade komplett an zu regnen. Das Ding ist, ich bin hier oben in den Bergen
Und teilweise hängt man hier in der Wolke drin. Unten scheint die Sonne. Oh, aber es heißt ja auch Regenwald. Das Gute ist, mein Rucksack ist hier so ein wasserdichter Packsack. Und eine kleine, leichte Regenjacke habe ich auch dabei. Ich bin eh klitschnass. Also eigentlich ist es Quatsch, aber ich probiere es trotzdem mal. Drohne, check. Wetterumschwung, check. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter den Weg hier runter. Vielleicht komme ich da unten an den Fluss noch mal ran, um ja, mein Wasser aufzufüllen. Da ist das gute Stück. Da oben noch mal den Wasserfall. Oh. Kleiner Begehungsfunktionstest läuft. Ist das geil oder ist das geil, Freunde? Es geht wieder los. Hier ist mitten irgendwo in Indonesien im Regenwald. Es schüttet, es pisst am Wasserfall. Keine Sau weit und breit. Ist das geil, Alter. Yes! Das ist Leben, Freunde! Ist das geil, Alter! Ich feier's! Wuhu! Yeah, yeah! Natürlich auch vom Rand nehmen können, da wäre ich leichter rangekommen. Aber aus der Mitte ist einfach eine höhere Fließgeschwindigkeit und nicht so viel aufgewirbelter Dreck wie an den Seiten. Stillchen. Das nehme ich mit. Oh. Also ich bin wirklich einmal komplett getränkt. Es ist alles klitschnass. Socken, Schuhe, T-Shirt, Regenjacke hätte ich mir sparen können. War irgendwie so eine Instinktreaktion, ist aber natürlich im Dschungel völliger Quatsch. Und dann muss ich auch so langsam schon mal ein bisschen Ausschau nach dem Schlafplatz halten, denke ich. Das wird auch noch spannend, wenn das Wetter so bleibt. Ach, Mann, ich lieb's. Ich lieb's einfach. Solche Momente wie jetzt, die geben mir Energie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist einfach mein Antrieb. So. Das ist das, was mich am Leben hält. Natur mit den richtigen Elementen spüren. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß, ich laber gerade schon wieder. Trotz einem kleinen Sentimentalen so. Aber es ist einfach schön. Ich bin ein paar Höhenmeter aufgestiegen. Da ist ungefähr der Wasserfall. Ihr seht, wie hier die Wolke drin hängt. Übelst krass. Der hängt wirklich komplett im Dunst. Ich bin jetzt schon wieder ein Stück überhalb. Hier regnet es schon wieder weniger als da unten. Schön, Spaß macht's. Wie gefällt es euch so? Erzählt mal, schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr auch Spaß? Oder habt nur ich Spaß? 5 Minuten später, komplett über den Wolken und hier regnet es quasi nicht mehr. Und da unten ist noch richtig Ramazamba. Aber dafür ist Alarm Glockenpiet hier wieder am Start. Also das mit der Regenjacke war auf jeden Fall eine Schwachsinnsidee. Ich war die letzte halbe, dreiviertel Stunde hier ein bisschen umherirren, um einen geeigneten Schlafplatz zu suchen, weil Zeit bald dunkel wird und das muss auf jeden Fall safe sein. Jetzt hier zwei Bäume gefunden. Wir haben wunderschönen Bambus vor uns und einen Blick ins Tal. So, klein Liegetest. Läuft. Ich habe keine Heringe bei, das heißt, ich muss mir ganz schnell welche improvisieren. Ist mit Bambus
aber ein Klacks, ich habe eh mein Messer und auch die Säge bei. Kleine Info zum Messer, das ist mein eigenes. Dazu gibt es jetzt eine Vorverkaufsaktion, ja, wo ihr euch das Ganze mal in Ruhe anschauen könnt. Ich habe auf dem Gear-Kanal mittlerweile auch schon ein kleines Review bzw. auch einen Test dazu gedreht. Also wen das interessiert, checkt das Ganze unbedingt mal ab. Hat jetzt ungefähr ein Jahr gebraucht mit verschiedenen Prototypen. Ist halt wirklich so, wie ich es gerne haben möchte, ein bisschen spezieller. Ja, Camouflage-Scheide, ganz simpel gehalten, relativ clean. So sieht das Schmuckstück aus. Ich bin sehr, sehr happy. Aber wie gesagt, Detailshots, Detailfotos, Aufnahmen, Tests und so weiter. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Checkt es unbedingt mal aus, wer Bock auf ein geiles Messer hat. Unter 12 cm, damit auch frei führbar. Und ihr seht, im Koffer könnt ihr es auch weltweit mitnehmen, wenn ihr Bock habt. So, rein in die Heringe. So ein geiles Material, ey, ohne Scheiß. Bambus ist heftig. Ist das schön? Das ist ein geiles Baumaterial, ey. So. Viermal Heringe ready. So, ich würde sagen Punktlandung. Denn es hat just in dieser Sekunde angefangen zu regnen. Und ich nutze natürlich gleich mal das Regenwasser und fange das hier auf. Ja, 1 Liter voll in ungefähr 2 Minuten. Ich habe noch so ein paar Abtropfknoten dran gemacht. Hier seht ihr das Ganze, dass wenn jetzt es hier am Baum runterläuft, was ja schon passiert, hier seht ihr das Ganze, läuft es normalerweise in diese Schnüre rein und dann muss es ja irgendwo abtropfen, damit es nicht in die Hängematte reinläuft. Einmal hier am Ring und dann an den Schnüren, die ich hier gemacht habe. Weil sonst habe ich einen nassen Popo, aber den habe ich wahrscheinlich so oder so heute Nacht. Boah. So, machen den kleinen Ausbringtest. Ja. Ja. Regen gepaart mit ein wenig Schweiß. Oh, Mücken. Ich glaube, das wird nicht der letzte Regen gewesen sein. Scheiße, ich bin schon komplett zerstochen. Alles juckt und brennt schon. Geil. Also ich war ja schon in einigen Dschungeln auf dieser Welt, ne? Aber was zur Hölle ist mit diesem Vieh nicht richtig? Das Ding geht ununterbrochen. Das ist wie eine Alarmanlage. Ich hoffe ja sehr, dass wenn es dunkel ist, das aufhört. Weil sonst habe ich ein ganz dickes Problem. Hier ist ja nochmal so ein Element eingenäht, wo so eine Querstrebe reinkommt, damit ich ein bisschen Volumen hier reinbekomme und mir das nicht im Gesicht hängt. Da gibt es eigentlich auch so Stäbe für, habe ich natürlich nicht mit. Von daher Säge und Messer wieder ausgepackt und wir basteln hier nochmal ein bisschen. Es tut mir echt leid, ne? Ich muss dieses Vieh ja auch übelst nerven beim Video gucken, falls überhaupt mal wer dran ist. Vielleicht guckt dieses Video auch keiner, weil dieses Vieh so nervig ist. Naja, dann ist das so. Ich muss hier eine ganze Nacht aushalten. So, ich werde hier gerade die Ecken nochmal ein bisschen abrunden, dass hier keine scharfen Kanten sind. Und dann sind wir auch schon ready to go. Oh, perfekt. Geil. Andere Seite noch, dann zeige ich euch. Ah, schön. Guckt euch das an. Jetzt haben wir hier richtig schön Volumen drin. Ich habe es perfekt ausgemessen. Schön sieht es auch noch aus. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Ist es ausgegangen? Hä? Freunde. Es ist gerade einfach ausgegangen. Als hätte man so den Saft abgedreht. Jetzt hören wir es nur noch rauschen.
und fiepen in der Distanz. Ich habe die nassen Sachen jetzt alle außen mit Karabinern drangehangen und ausgezogen, damit ich keine Feuchtigkeit mit in die Hängematte reinbringe. Aber es wird jetzt schlagartig dunkel. Draußen kommen gerade ganz viele Mücken und Viehzeug. Von daher bin ich auch etwas geflüchtet. Wie angekündigt, ist es ein paar Minuten später stockfinster. Da hinten krakeelt es wieder vor sich hin. Perfekt. Das wird eine super erholsame Nacht. Ich werde hoffentlich von den Affen träumen, die ich vor ein paar Tagen hier gefilmt habe im Dschungel. Und ja, vielleicht kriegt ihr ja einen kleinen Einblick in meine Träume. Also in diesem Sinne, gute Nacht. Leider sieht man es auf der Kamera nicht, aber der Mond strahlt hier komplett in den Dschungel. Ich mit meinen Augen sehe tatsächlich recht viel. Ich war gerade noch mal pinkeln. Ach, es ist schön, wieder abenteuerlich unterwegs sein. Und ja, ich plane gerade ein neues Projekt. Wenn das alles so klappt, dann wird es wahrscheinlich das größte Projekt, was ich je in meinem Leben gestartet habe. So viel kann ich euch schon mal sagen. Ich sitze seit einigen Wochen, Monaten dran in der theoretischen Planung. Habe mich viel belesen, geguckt, ausprobiert und ich habe ultra Bock. Aber auch ein bisschen großen Respekt davor. Also, es könnte sein, dass demnächst komplett eskaliert. Good morning. Ihr hört schon, der Dschungel erwacht. Es wird langsam hell. Es war eine recht unruhige Nacht. Ich habe zwar Schlafsack dabei gehabt, aber es war recht frisch und kalt und dadurch, dass ja meine Klamotten komplett klitschnass waren, hatte ich keine weitere Wärmeschicht, die mich irgendwie noch plötzlich warm gehalten hat. Gehört auch mal dazu. Ich habe mir jetzt meine klitschnasse Regenjacke angezogen, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen Körperwärme drin behält. Schlüppi an. Und ja, ich baue jetzt mal alles entspannt ab, würde ich sagen. So Freunde, zurück im Dschungel an der Brücke von gestern, die kennt ihr ja schon, Lager ist abgebaut, alles ist eingepackt. Es wird gleich die Sonne wieder richtig knallen, es wird knackig, es wird schwül. War für mich jetzt einfach mal ein kleines Mikroabenteuer, mal wieder rausgehen in den Dschungel, ein bisschen die Elemente spüren und genießen, hat richtig Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wenn ja, dann Daumen nach oben, Kanal gerne abonnieren. Es kommen einige neue Abenteuer in Zukunft und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.